Hallo Manuel hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video möchte ich über das Thema Saisonpause sprechen, also eine jährliche Trainingspause, die so viele Ausdauersportler irgendwo nach den letzten Wettkämpfen mal platzieren. Wie gestaltet man so eine Pause? Wann macht man das? Wie macht man es? Warum macht man es? Darum soll es in diesem Video jetzt gehen. Und zwar die meisten Ausdauersportler jetzt so im Sommer aktiv sind, also Radsportler in Mountainbike-Disziplinen, Straßenradsport, aber auch Läufer, Triathleten, die beenden für gewöhnlich so ihre Saison irgendwann mal so im September, Oktober. Da sind mal die letzten Wettkämpfe dann aber sicherlich vorbei, und für gewöhnlich ist es so, dass man dann kurz nach Beendung der letzten Wettkämpfe dann auch mal so eine Trainingspause ansetzt, wo man auch so einen längerfristigen Trainingszyklus abschließt, eine Pause macht, Saison ist beendet und dann nach dieser Pause dann auch wieder anfängt, die nächste Saison vorzubereiten. Und ja, mich erreichen immer wieder viele Fragen, wie lang soll so eine Pause sein? Muss ich da nicht auch ein wenig trainieren, um nicht zu viel Fitness zu verlieren? Wie soll ich das Ganze einfach angehen? Und zwar möchte ich das mal so auf drei Ebenen erklären. Also zum einen mal Thema Training. Wie soll das Training aussehen in der Saisonpause, in der Trainingspause? Was gibt es aus mentaler Sicht auch zu berücksichtigen, was meines Erachtens in der Zeit ganz, ganz wichtig ist? Und dann auch, was solltest du im Bereich der Ernährung auch beachten? So, und vielleicht bevor das wieder in diese drei Themenbereiche jetzt eintauchen, also Training, Mindset und Ernährung, ist es wichtig, das Ziel zu verstehen. Also das Ziel in dieser Saisonpause ist es ja auch, dass du quasi die nötige körperliche, aber auch psychische Erholung bekommst von den ganzen Anforderungen, die du quasi über die ganze Saison ausgesetzt warst. Also so eine Saison, speziell wenn du jetzt auch viel trainierst, das ist auch eher ein Thema für fortgeschrittene Athleten, die so Minimum 5 Einheiten und mehr die Woche trainieren, das im Schnitt kontinuierlich. Da hast du natürlich schon auch sehr hohe psychische und körperliche Anforderungen, speziell wenn das noch verbunden ist auch mit Wettkämpfen. Und da ist es einfach wichtig, dass du mal Abstand gewinnst, dich mal komplett erholen kannst, körperliche Reparaturvorgänge abgeschlossen werden kann im Nervensystem, im Hormonsystem, aber auch im aktiven sowie passiven Bewegungsapparat. Und das sind halt Reparaturvorgänge, die jetzt nicht in ein, zwei Tagen abgeschlossen sind. Das kann durchaus auch mal ein bisschen länger dauern, und ebenso nach den letzten Wettkämpfen, da hat man mal ausgiebig Zeit dafür, auch wirklich sich komplett zu erholen von den Strapazen, die du im Prinzip über die Saison hinweg so hattest. Ja, also das ist das Ziel, und da ist es eben auch im gleichen Zug auch wichtig, dass man den psychischen Abstand bekommt. Das ist meines Erachtens in der Saisonpause nochmal ein Stück weit übergeordnet, dass man auch mentale Ressourcen wieder auftanken kann, so dass man auch wieder motiviert ins Training geht nach der Saisonpause, und speziell auch dem Körper auch wieder viel abverlangen kann, was ja auch durchaus von mentalen Ressourcen abhängig ist, und die kann man eben auch sehr gut auftanken, wenn du dir einfach mal Ruhe und Abstand gönnst. Und das braucht in der Regel einfach nochmal mehr Zeit als jetzt nur die physiologische Regeneration, die halt tendenziell eher schneller geht als die mentale Seite. Sehr schwierig zu quantifizieren, aber die Erfahrung zeigt das so auf. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal das Thema Training an. Im Thema Training, wie kannst du das angehen? Also
Ich empfehle im Prinzip immer da eine zweiwöchige Pause zu machen. Also wenn jetzt die letzten Wettkämpfe durch ist, möchtest du vielleicht noch ein bisschen so just for fun die Saison ausklingen lassen. Vielleicht auch, gerade wenn es jetzt noch Oktober oder so ist, vielleicht auch noch ein bisschen besseres Wetter ausnutzen. Das kannst du ja auch alles machen. Trainier da ruhig noch ein bisschen, wenn du Lust drauf hast, aber ohne irgendwelchen Druck, ohne Struktur, ohne irgendwelche Trainingsziele, sondern einfach ein bisschen fit bleiben. Und danach solltest du aber schon mal so in eine zweiwöchige komplette Pause, wo du im Prinzip gar nichts trainierst. Also wirklich kaum sportliche Aktivitäten, nicht groß ins Schwitzen kommen über zwei Wochen. Und danach, nach diesen zwei Wochen, ist die Pause nicht fertig, sondern die Pause tue ich bei meinen Athleten immer so zweigeteilt machen. Also nach diesen zwei Wochen gehst du so in eine Fit-for-Fun-Phase, die nochmal rund zwei Wochen sein kann. Fit-for-Fun-Phase bedeutet, dass du einfach nach Lust und Laune auch trainierst. Also der Einstieg, das kann ruhig auch mit Alternativ-Sportarten sein. Das muss nicht sehr spezifisch sein. Warum mache ich das so? Das hat einfach den Hintergrund, weil so nach zwei Wochen, also wenn du jetzt länger als zwei Wochen gar nichts tun würdest, dann hast du sehr, sehr starke Fitnessverluste. Also du hast auch in den zwei Wochen Fitnessverluste, da komme ich aber gleich noch dazu. Das ist auch gut so. Aber was wir sehen von D-Training-Untersuchungen, also Untersuchungen, die sich angeschaut haben, wie stark sind Fitnessverluste, wenn man jetzt quasi einen Trainingsunterbruch hat, da sehen wir halt, dass in den ersten zwei Wochen das relativ schleichend, leicht abfallend ist, gewisse Parameter sich sozusagen verschlechtern, wie zum Beispiel auch die VO2 Max, Plasmavolumen im Blut reduziert sich, das kommt sogar relativ schnell, schon nach ein paar Tagen. Aber was wir eben sehen, dass nach diesen zwei Wochen, dass nicht mehr ein schleichenden Abfall ist, sondern dann schon eher größere Sprünge kommen, was die Verluste an Fitness sind. Und genau, darum macht es halt einfach Sinn, nach so rund zwei Wochen wieder ein bisschen an Bewegung reinzubringen, wieder ins Training zu kommen und deshalb so in eine Fit-for-Fun-Phase, um diese D-Training-Effekte eben so auszugrenzen. Und dann hast du im Prinzip eine Übergangsphase von vier Wochen und nach diesen vier Wochen steigst du wieder ein ins strukturierte Training und fängst dann an, die nächste Saison vorzubereiten. So, das mal zum Thema Training. Und dann gehen wir zum nächsten Bereich, Mindset, mentale Aspekte. Was hier ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, es ist total in Ordnung, wenn du in der Saisonpause auch mal ein bisschen an Fitness und Form verlierst. Ja, du musst nicht irgendwie versuchen, künstlich die Form aufrecht zu halten, indem du irgendwie trotzdem noch so ein bisschen weiter trainierst. Das ist alles nicht nötig. Du kannst einfach mal die Pause genießen, abschalten, Abstand gewinnen. Und da musst du keine Angst davor haben, an Fitness verlieren. Wie gesagt, du kannst schlichtweg nicht 365 Tage im Jahr in Topform sein und du musst auch mal so ein bisschen an Form verlieren, um dann eben wieder ein neues Hoch, eine neue Bestleistung erreichen zu können. Ja. Und da einfach ruhig auch ein bisschen den Mut zu haben, nichts zu trainieren, Form zu verlieren, aber gleichzeitig auch so die Ruhe bewahren, um den nötigen Abstand zu gewinnen und mentale Ressourcen aufzutanken. Genau, das mal zum Thema mentale Aspekte. Und dann die Ernährung, das ist noch das letzte Thema, was wir uns anschauen wollen. Ernährung ist so, dass
Was passiert da im Prinzip? Du verbrauchst weniger Energie, also solltest du auch die Energiezufuhr etwas anpassen, also Energiebilanz gut managen aufgrund niedrigerem Aktivitätslevel. Das ist mal wichtig. Und dann ist es aber auch so, wo du in der Phase, und das hängt auch so ein bisschen mit den anderen Bereichen zusammen, ja auch jetzt mal schon abweichen kannst von so einer idealen Sporternährung. Also wir haben ja vorhin gesprochen, auch so von ein bisschen Mentalabstand gewinnen, und da kannst du ruhig auch mal einfach ja, ein bisschen das essen, was sonst vielleicht im Trainingsalltag nicht so ganz passend ist, nicht ganz so ideal ist. Also gönn dir das auch mal in dieser Zeit. Da wird das Gewichtsmanagement definitiv nicht erledigt in diesen 2 Wochen. Auch deine Gesundheit wird nicht beeinträchtigt, wenn du da mal über kürzere Zeit mal ein bisschen von dieser idealen Ernährung abweichst. Wenn du aber, wenn dir das gut tut, wenn du einfach auch Freude und Spaß hast, Genuss hast in dieser Pause, dann hilft dir das auch wieder einfach so, die mentalen Ressourcen aufzutanken und danach halt wieder entsprechend konsequent sein. Was ich da auch dennoch ein bisschen lohnen kann, darauf zu achten, ist die Proteinzufuhr etwas zu erhöhen. Das hat einfach den Hintergrund, weil du halt durch das keine Training auch an Muskelmasse verlieren kannst. Und wenn da die Proteinzufuhr etwas erhöht ist, hast du hier nochmal ein bisschen einen besseren Schutz auch für Muskelmassen, einen besseren Erhalt. Das sind so die Themen, die es zu berücksichtigen gilt in der Saisonpause. Und ja, wenn du jetzt auch solche Ideen in deinem Trainingsprozess implementieren willst, auch speziell wie du nach so einer Trainingspause dann wieder einsteigst, da passieren immer ganz viele Fehler, die den längerfristigen Trainingsprozess dann auch wieder beeinflussen. Und das willst du natürlich haben. Und wenn du das alles richtig angehen willst, dann melde dich gerne auch mal zu einem kostenlosen Beratungsgespräch www.coachme.fit, und dann können wir deine Situation mal ganz genau anschauen und auf das nächste sportliche Level bringen. Bis bald, dein Manuel.